zum Song Soul von Ava Max. Am Anfang ist so ein bisschen Freestyle-Time, bevor es losgeht. Das kann man so ein bisschen nutzen für die Gestik. Wo beginnt erstmal Do You Really? Das heißt, ich gucke, dass ich mein Hinterbein schon vorne habe. Und dann springe ich mit den Händen und den Füßen nach oben, mache so eine Kurve, mache mich dann klein, nämlich links zurück, rechts und mache mich so lang. Ja. Und das vollkommen mal so los. Und zack, klein am hoch. Und dann gehe ich kurz zurück, mache so Fäuste und lasse mich hier so durchschütteln und wacke dabei mit dem Kopf. Und stelle mich dann hin. Nochmal. Also, Jump, klein an, links, rechts. Und jetzt nehme ich die Hand mal einen Schritt, schließen, 1, 2, stehen, runter, auf, rein, raus, twist. Nochmal von Anfang, auf, zack, boom, tack, nested. 1, 2, ich, runter, auf. Und hier bauen sich so. Bounce, bounce, twist. Jetzt mache ich eine langsame Drehung und walk in der Zeit in der Luft. Ja, das folgendermaßen ist so. Rein, raus, twist, Drehung, walk, walk. Schritt vor, die Hände über Kreuz. Schließen, aufmachen. Noch einen Schritt rechts vor. Abspringen, Drehung. Eine Pose, zusammen mit dem Team. Bisschen nach links gehen. Ein bisschen nach rechts gehen mit dem Team, zurückgehen, jetzt kommt der zweite Teil. Ich drücke mich hier so ab, nehme den linken Fuß vor, mache einen Kreis hier unten lang und springe zurück. Step Touch nach links, Basketball, Running Man. Jetzt gehe ich zurück, wechsle die Füße, nehme den rechten vorne, tippe ihn ab, setze ihn ab, zeige nach unten, gehe nach unten, zeige nach unten, gehe hoch. Hebe das linke Bein und mach so eine Pose. Das ist das Format. Dann mein Step Touch streichen. Dann mach ich so einen Step vor mit dem Bodykugel. Hier haben wir eine Bodykugel. Drehung. Endpose. Wir klatschen lassen. Okay, ich mach mal eine Musik. Viel Spaß beim Üben. Ja, und dann noch ein Video stehen.